Nein, ich bin nicht schwul. Das große Dementi, Tokyo Bill und der Sex gleich. Als Tokyo Hotel gestern Abend bei der Verleihung der goldenen Stimmgabel in Ludwigshafen über den roten Teppich liefen, kreischten ihre Fans lauter denn je. Als ob sie die bösen Schwulsein-Gerüchte um Bill wegschreien wollten. Es war die Schlagzeile der Woche. Bill von Tokyo Hotel soll Jungs bevorzugen. Das schrieb die französische Zeitung Voici. Der Sänger soll sich auf einer Internetseite selbst geoutet haben. Gestern Abend hat Bill endlich persönlich zu den Gerüchten Stellung genommen. Ich sag, glaube ich, zum 10.000. Mal was dazu. Aber ich mach das gerne wieder. Glaubt nicht alles, was im Internet steht. Das war ja so ein Internetgerücht. Ich habe gehört, irgendwer ist da online gegangen, hat sich für mich ausgegeben und so. Das passiert ganz, ganz oft. Darum warnen wir ja immer davor und sagen, okay, wir als Band sind wirklich nur im offiziellen Chat unterwegs, immer wenn das angekündigt ist. Und wenn es wirklich Tokyo Hotel als Band ist, niemand von uns ist irgendwie privat auf irgendwelchen Seiten unterwegs. Eine ganze Woche hatte Bill zu seiner angeblichen Homosexualität geschwiegen. Tausende Mädchen waren am Boden zerstört. Dieses Statement wird sie ruhig schlafen lassen. Nein, ich bin nicht schwul. Und ich glaube, das wäre ja auch echt Verschwendung bei den ganzen schönen, hübschen Mädchen, die in der ersten Reihe stehen. Denen jetzt sicher ein Riesenstein vom Herzen fällt. Nein, ich bin nicht schwul. Ein Statement, das irgendwie an Vovis Befreiungsschlag "Ich bin schwul und das ist auch gut so" erinnert, nur eben andersherum. Aber wie konnte dieses Gerücht überhaupt aufkommen? Also ich glaube, es gibt ca. 5 Millionen Menschen, die sich irgendwie als Bill und Tom von Tokyo Hotel im Internet ausgeben. So, das ist also, wir haben ja nicht mal eine private MySpace-Seite, so, was die meisten Leute ja denken. Und die schreiben da wirklich also so absurde Sachen. Da ist wirklich dieses schwulen Gerücht, glaube ich, noch echt... Immer mit seiner weiblichen Seite kokettiert, sagt Ross. Und vielleicht hat so einen Frauenschnitt und da hat Nagellack auf den Nägeln und der hat so eine Frauenform von Körper her und so, weil er ganz schmal und dünn ist. Vielleicht so. Wahnsinnig nerven, ganz professionell umgehen. Das tat Bill gestern, als er und seine Jungs die Stimmgabel für die erfolgreichste Gruppe Rock international entgegennahmen. Denn auch das Privatleben ist irgendwie ein Teil des Jobs. Und über Spekulationen zu diesem sollte man echt drüber stehen. Findet Bill. Ich glaube echt, dass es mittlerweile, wir kriegen viele Sachen ja auch gar nicht mit und du bist ja mittlerweile, hast du ja echt ein dickes Fell und du lässt das gar nicht ran. Du hörst das überall und so, aber da beschäftigt man sich wirklich gar nicht tiefsinnig mit. Also es ist wirklich so, du setzt dich dann irgendwo hin, dann will einer mal was dazu wissen, dann sagst du kurz was dazu. Das Gerücht ist für ihn hiermit aus der Welt. Und zum nächsten Gerücht, ganz frisch, gestern erst aufgekommen, nimmt der Sänger gleich auch noch Stellung. Da war jetzt in den letzten Tagen wirklich alles dabei, dann hatte ich auf einmal eine Freundin wieder und so. Stimmt auch nicht, ich bin solo nach wie vor, ja, und habe niemanden Festes und so. Ich glaube, das würde ich auch gar nicht geheim halten können, wenn ich wirklich verliebt wäre und wirklich eine feste Freundin hätte. Würde ich auf jeden Fall dazu stehen und würde das auf jeden Fall sagen. Also es ist nach wie vor, bin ich Single. Selbst wenn er eine Freundin hätte oder noch weitere unwahre Gerüchte aufkommen würden, seine Fans würden ihm das alles nie krumm nehmen, meint Bill. Ich glaube, für die Fans ist das auch echt nicht mehr so. Die haben sich da auch total dran gewöhnt, dass ständig irgendwo was anderes steht und alle Leute erzählen was und so. Und letztendlich warten sie, was wir dazu sagen. Und sie wissen ja eigentlich manchmal besser Bescheid als wir selber über alle Sachen. Und darum, die sind da alle echt entspannt. Und für uns ist das auch alles nicht mehr so ein Thema. Nun ein doppeltes Gesicht hat, öffentlich ein bekennender, heterosexueller, privat vielleicht doch homosexuell. Es bleibt seine Sache, darüber zu sprechen. Seine weiblichen Fans werden trotzdem weiter für ihn kreischen.